Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es nochmal einen Vlog von mir. Ja, wie schon vom Intro gesagt, kommt heute noch mal ein Vlog von mir. Ja, in letzter Zeit ist mir mal aufgefallen, dass ich gar nicht mehr so viele Vlogs gemacht habe, sondern einfach nur Themen. Darum habe ich mich einfach noch mal dazu entschieden, einen Vlog zu machen. Da ich in letzter Zeit sehr viel nochmal mit der Drohne geflogen bin, möchte ich euch in diesem Video ein paar Zusammenschnitte von den ganzen Flügen zeigen. Ja, gestern hatten wir eine Menge Schnee, da hatten wir 10 bis 15 cm Neuschnee. Der ist heute fast schon wieder komplett geschmolzen. Hier gibt es noch ein paar Reste im Wald oder auf Wiesen, aber sehr viel haben wir nicht mehr. Also der kleine Zusammenschnitt, den ich euch jetzt gleich zeige von meinen Drohnenaufnahmen, der wird auch auf dem Zweitkanal, den ich habe, hochgeladen. Denn da lade ich regelmäßig neue Drohnenvideos hoch, wie ich mit der Drohne geflogen habe und welche Aufnahmen ich gemacht habe. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Verlinke ich euch hier oben oder hier oben. Ja, das React-Video von Gewitter im Kopf, was ich vor 2 Wochen hochgeladen habe, das ist ja mal so explodiert. Ich habe einfach 250 Aufrufe bekommen und die ersten 150 sind, glaube ich, am ersten Tag gewesen. Und das war schon echt krass. Dankeschön. Eine andere Sache ist die Bewertung davon. Die Bewertung war 7 Daumen runter und 14 oder 15 Daumen hoch. Also es ist jetzt nicht so gut angekommen, aber es ist auch nicht richtig schlecht angekommen. Ich bin trotzdem mit dem Video zufrieden, denn solche Videos, die geben mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich habe mir auch so gedacht, dass ich das jetzt mal alle 2 Monate einmal mache. Denn erstens, es macht mir sehr viel Spaß. Zweitens, es bringt mir auch was von den Aufrufen her und von der Wiedergabezeit vor allem. Und dadurch kommen auch mehr neue Leute auf meinen Kanal. Das ist nämlich das Beste, was einem kleinen YouTuber passieren kann. Dann habe ich auch bald wieder Videos geplant mit meinem Freund. Mit dem wollte ich mich schon lange noch mal treffen, aber das Wetter ist einfach so schlecht in der letzten Zeit und wie gesagt, ich bin einfach die ganze Zeit weg.
Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Nächste Woche weiß ich noch nicht, was kommen wird. Es kann auch sein, dass gar nichts kommen wird. Aber eigentlich wollte ich ja mal die nächsten paar Monate durchziehen und nicht immer so kleine Pausen reinmachen. Aber ich lasse es lieber mal ausfallen, wie wenn ich ein schlechtes Video hochlade. Gut, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao.